Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Der siebte Spieltag in der Bundesliga steht an. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Nehmt's mir nicht übel, meine Stimme ist ein wenig noch vom Sonntag lädiert. Da stand ja ein gewisses Stadtderby auf dem Plan. Bedenkt ansonsten auch, dass ich kein ausgebildeter Kommentator bin und Sprachfehler immer wieder denkbar sind. Und wenn das Ergebnis in der Prognose euch nicht passt, tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren dagegen. Hauptsache keine Beleidigung oder so, das ist eben FIFA, die spielen das aus und dann ist es ebenso. Naja, jetzt viel Spaß mit dem ersten Spiel Bremen gegen Wolfsburg. Der SV Werder Bremen spielt bislang eine sehr gute Saison und nichtsdestotrotz könnte man eigentlich noch mehr Punkte auf der Habenseite zu stehen haben. Jetzt kam aber erstmal der VfL Wolfsburg am Freitagabend ins Weserstadion. Der begann hier gar nicht mal so unforsch, aber die erste Flanke hier von Pavlenka noch ohne Probleme abgefangen. Bremen tat sich hier schwer gegen gut aufgelegte Wölfe. Die erste Möglichkeit dann nach 33 Minuten Brekalo mit dem Abschluss, aber Sebastian Langkamp, der den gesperrten Moisander vertrat, den gesperrten Veljkovic, pardon, musste hier mit der Grätsche eingreifen. Vor der Pause gab es dann mal die erste Möglichkeit und das war Yuya Osako mit einem tollen Schuss, hätte durchaus schon das überraschende 1:0 sein können zu dem Zeitpunkt. Castells fliegt, muss aber nicht eingreifen. Vor der Pause dann nochmal die Wölfe. Camacho legt auf und Brekalo macht es diesmal besser und erzielt das 1:0. Erstes Saisontor für ihn, 45. Minute, der beste Zeitpunkt, um einen Treffer zu erzielen. Und das war verdient, super reingehämmert, für Pavlenka nichts zu parieren. Der zweite Durchgang ging dann wieder besser für die Wölfe los. Das ist Roussillon, bringt die Flanke nochmal rein. Weghorst mit dem Kopfball, aber links am Kasten vorbei, sodass der Bremer Schlussmann nicht eingreifen muss. Die Wölfe hätten hier schon durchaus erhöhen können, aber es sollte bislang eben noch nicht sein. Und dann wurde Bremen gefährlicher. 67. Minute, das ist Eggestein, legt auf Klaasen, nochmal rausgelegt auf Augustinsson. Der hat die Übersicht und Max Kruse macht den Ausgleich. Höchst schmeichelhaft zu diesem Zeitpunkt, 68. Spielminute. Aber das 1:1 war erzielt. Castells aus kurzer Distanz kann er da nicht mehr an den Ball kommen. Und Bremen kam noch einmal kurz vor Schluss. 87. schon. Das ist über die rechte Seite. Max Kruse, super Flanke. Was für eine präzise Flanke auf Davy Klaassen. Und der macht das 2:1. Zweites Saisontor für ihn. Und Wolfsburg wusste nicht, wie ihm geschieht. Sie hätten hier verdient als Sieger vom Platz gehen können. Jetzt kamen sie aber nochmal und versuchten zumindest einen Punkt zu holen. Weghorst auf Arnold, der legt auf Camacho, der Abschluss von Knoche, aber in den Himmel von Bremen. Da sieht man, dass er Innenverteidiger ist. Es war bis dahin gut gespielt und dann drischt er ihn zu weit vorbei. Bremen gewinnt also etwas schmeichelhaft mit 2:1 zum Auftakt des siebten Spieltages gegen den VfL Wolfsburg, der sich wirklich nicht viel vorzuwerfen hat, bis auf die Chancenverwertung. Zuletzt konnte der FC Augsburg für Furore sorgen. 1:1 in der Allianz Arena und dann 4:1 zu Hause gegen den FC Bayern München. Hier starteten sie gegen den Tabellenführer aus Dortmund auch durchaus forsch. Nach der ersten Flanke ihr Hinteregger, der zum Abschluss kommt, den Ball aber nicht optimal trifft und dann klärt das Dortmund relativ souverän, drischt den Ball raus, keine Gefahr. Nach 18 Minuten der BVB, dann gefährlicher nach vorne. Paco Alcacer diesmal von Beginn an auf dem Feld und Delaney dann mit dem ersten Abschluss. Gute Situation von beiden Seiten. Lute mit der Klasse tat und Delaney eben mit dem vernünftigen Flachabschluss. Sollte aber in der Situation eben noch nicht der erste Treffer sein. Halbe Stunde jetzt knapp gespielt. Borussia Dortmund wurde stärker und wollte das 1:0 erzwingen. Das ist Diallo mit der Flanke und Khedira kann gerade so dazwischen kommen, sodass keine Gefahr entstand. Die Dortmunder Fans waren bestens aufgelegt. War ja auch durchaus eine attraktive Partie. Im zweiten Durchgang wurde Dortmund noch drückender und das 1:0 lag so ein wenig in der Luft. Hakimi mit der Flanke abgeglitscht, aber die Abfälschung konnte auch Lute nicht wirklich beeindrucken. Die anschließende Situation. Paco Alcacer steckt einmal durch und Reus läuft am schnellsten und kommt so als erstes an den Ball. Er zieht das 1:0 in der 54. Spielminute. Super Treffer mit voller Wucht draufgezimmert. Auch noch platziert. Da ist für Lute nichts zu halten. Und jetzt hatten sie in der Folge die Möglichkeit, diese Partie schon zu entscheiden. Hakimi mit der Flanke von der rechten Seite. Paco Alcacer kommt auch dran. So schlecht ist der Kopfball gar nicht gesetzt aus der
Position. Aber es sollte auch in dieser Situation eben nicht der Treffer sein. 10 Minuten jetzt noch knapp auf der Uhr und Augsburg wurde frecher. Über die rechte Seite ist das Finn Bogason, der den Ball auf Schmid spielt. Und das ist Gregoritsch. 81. Spielminute, doch noch der Ausgleich. Im zweiten Durchgang hatten die Fuggerstädter sich fast durchgehend zurückgezogen. Und durch diesen Punch, 10 Minuten vor dem Ende, retten sie hier einen Punkt. Das ist im Endeffekt auch nicht unbedingt verdient. Sie kämpften gut, aber Borussia Dortmund hätte den Sieg verdient gehabt. Es war eine gute Partie, aber letztendlich steht ein 1:1 da. Ein zuletzt blamables Hannover 96 empfing jetzt den VfB Stuttgart. Durch den ersten Sieg, den sie gegen Bremen landen konnten, waren sie jetzt durchaus mit breiter Brust hier angereist in die HDI Arena. Aber Breitenreiter ist einer, der seine Mannschaft richtig einstellen kann. Die erste Möglichkeit gehörte hier Hannover 96. Und das erste Tor, erstes Saisontor für Ilas Bebu. Etwas Glück, dass er den da nochmal bekommt, den Ball. Und dann ist er vor Zieler kalt und hämmert den Ball rein. 5 Minuten vor der Pause. Baumgartel hier im Zusammenspiel mit Beck. Was für ein Fehler. Wallace ist das jetzt. Legt den Ball nochmal auf Korb. Der kann die Flanke bringen. Und der Kopfball von Sosa nicht ausreichend, um den Ball zu klären. Und Fossum aus der zweiten Reihe prüft Zieler. Super Aktion vom Schlussmann der Stuttgarter, der sich zuletzt ja das eine Ei selbst reingelegt hat. Konnte hier glänzend. Zweiter Durchgang, Hannover nach wie vor die spielbestimmende und bessere Mannschaft. Die waren wie aufgeweckt, wie ausgewechselt. Die Flanke jetzt hier, Sosa diesmal dazwischen. Die Hannoveraner Fans waren aber noch etwas skeptisch. Der anschließende Eckstoß von der rechten Seite hereingetreten. Auf den Fünfer und da ist Füllkrug, der am höchsten steigt und macht das 2:0. 53. Minute, die Führung jetzt auch in der Höhe verdient. Füllkrug steigt eben am schnellsten hoch, hält den Kopf hin und hat den Instinkt, den dann über die Linie zu bringen. Jetzt wollte Hannover 96 diese Partie entscheiden. Füllkrug legt auf, Sorgschuss von Pavard, aber noch abgefälscht. Nach einer knappen Stunde stand es also weiterhin 2:0. Und ein gewisses Stück konnte Stuttgart ja noch hoffen. Es war ja nur ein schnelles Anschlusstor, das hier alles nochmal spannend machen könnte. Castro, der den Ball lange halten kann, wird nicht angegriffen. Gentner mit dem Abschuss, Albornoz dazwischen und dann ist die Situation auch geklärt. Der VfB tat sich schwer. 20 Minuten jetzt nur noch zu spielen. Und der Schuss hier von Gomez hätte es wohl sein können. Vielleicht sein müssen, um diese Partie nochmal richtig spannend zu gestalten. Schwegler auch nicht mit dem Arm dran. Esser muss nicht eingreifen, der geht haarscharf vorbei. 5 Minuten später wieder Stuttgart. Das 2:1 lag in der Luft und der Abschluss von Castro. Dann aber zu schwach und die Zeit lief davon. Die Schwaben gerieten mehr und mehr unter Druck, wollten eigentlich hier den zweiten Saisonsieg festmachen. Jetzt standen sie kurz davor, das vierte Spiel in dieser Saison schon zu verlieren. 5 Minuten noch zu spielen. Erik Tommy ist das. Legt nochmal ab. Die Davi, der Abschluss von Castro, auch wieder abgefälscht. Kommt nochmal zum Schuss. Aber Esser ist da und hält dieses 2:0 fest. Am Ende geriet Hannover nochmal gemächtig unter Druck und Stuttgart konnte sich aber nicht belohnen und verliert so in der HDI Arena mit 2:0. Wie kann man in dieser Saison Mainz 05 einschätzen? Die englische Woche ging mit 0:2 Toren und einem Punkt zu Ende. Zweimal verloren sie 1:0 und einmal eben das torlose Remis gegen Wolfsburg. Jetzt kam Hertha BSC in die Opel Arena und die hatten eben hier auch den besseren Auftakt. Zuletzt gegen Bayern beeindruckend gewonnen. Hier war es die erste Möglichkeit von Duda, der stand aber auch im Abseits. Und Hertha war hier die spielbestimmende und selbstbewusste Mannschaft, logischerweise. Und das 1:0 hätte hier durch Kalou spätestens in der 21. Spielminute schon fallen müssen. Klasse Abschluss, lässt ihn über den Schlappen rutschen und da fehlt wenig. Müller wäre wohl ohne Chance gewesen. Nach einer knappen halben Stunde traute sich dann auch mal Mainz nach vorne. Öztun Ali mit der Flanke, aber Philipp Mwene ist eben ein kleiner Außenspieler und nicht der Kopfballstürmer im Strafraum. Viertelstunde vor der Pause nochmal Mainz. Der Abschluss von Sjelbred abgefälscht, auch der sorgte da nicht wirklich für Gefahr und Mainz konnte sich dennoch dadurch etwas
Selbstbewusstsein verschaffen. Jetzt schon kurz vor der Pause. Die Nachspielzeit bereits angebrochen und Quaison macht das 1:0. Erste Minute der Nachspielzeit. Mainz 05 ging in Führung. Direktabnahme. Kraft sieht da nicht ganz gut aus, aber versucht alles mit der Reaktion rauszuholen. Kann es aber nicht erledigen. Hertha ließ sich davon aber nicht beeindrucken. Eine spielstarke Mannschaft in dieser Saison. Kalou ist das. Spielt auf Lazaro. Bell ist aber dazwischen. Und Müller schmeißt sich dann auf den Ball. Doch die alte Dame war hier die klar bessere Mannschaft. Auch im zweiten Durchgang. Das Tor für Mainz sorgte nicht viel für eine breitere Brust. Jetzt kam sie aber mal wieder. 60 Minuten gespielt. Mateta, guter Spielball auf Öztunali. Der trifft aber nur das Aluminium. Weiterhin war Hertha besser. Und das 1:1 müsste jetzt langsam mal fallen. Sie hätten hier auch noch die Möglichkeit, dann zu gewinnen. Waren ja noch mehr als 20 Minuten danach zu spielen. Aber Sjelbred scheitert hier am klasse reagierenden Müller. Dem besten Mainzer an diesem Nachmittag. Ist er schnell unten und pariert das. Noch 20 Minuten jetzt zu spielen. Die Hertha machte einfach weiter und wollte das 1:1. Es sollte aber einfach nicht fallen. Es war eine unglaubliche Partie. Mainz mit wenigen Akzenten nach vorne. Und trotzdem führten sie mit 1:0. Setzen dann hier nochmal einen Nadelstich. Sjelbred mit dem Fehler. Öztunali. Dann ging es schnell. Und was für ein Tor von Mateta. Ein Sonntagsschuss sorgte hier für das 2:0. Und Hertha geriet jetzt in Zeitnot. Wir sind schon in der letzten Minute der Nachspielzeit. Sie kam nochmal. Duda mit dem Kopfball zum 2:1. In der 93. Sein 6. Saisontor, aber es kam zu spät. Mainz gewinnt hier absolut schmeichelhaft mit 2:1. Sie können sich feiern, auch wenn Hertha hier die klar bessere Mannschaft war, die mindestens einen Punkt, aber eventuell sogar den Sieg verdient gehabt hätte. Schalke sicherte sich zuletzt den ersten Sieg der Saison. Gegen Mainz gewann man durch ein Tor von Alessandro Schöpf 1:0. Und Düsseldorf kassierte eine Klatsche gegen Mitaufsteiger Nürnberg. Das war schon ein herber Rückschlag. Aber Friedhelm Funkel weiß, wie man eine Mannschaft einzustellen hat. Hier gehörte trotzdem die erste Möglichkeit den Gästen aus Gelsenkirchen. Nach 4 Minuten ist das Marc Uth, der noch immer nicht so recht angekommen zu sein, scheint hier in Königsblau, aber erstmal mit dem Pfostentreffer. Viertelstunde jetzt von der Uhr. Burgstaller trieb das Spiel hier an und Uth mit dem nächsten Abschluss. Aber Rensing schmeißt sich gegen den zu schwachen Schuss ganz einfach dazwischen. 5 Minuten jetzt noch vor der Pause von Düsseldorf, kam wirklich viel zu wenig nach vorne und Schalke drückte auf den Führungstreffer. Morales Zimmermann, da spielen sie erstmal gut aus und dann kommt da so ein Fehler. Der Abschuss von Burgstaller ist durchaus ansehnlich, aber auch mehr durch Zufall zustande gekommen. Gute Abnahme, Rensing aufmerksam, klärt zu Ecke, aus der resultierte nichts, aber aus der Anschlusssituation resultierte eventuell etwas, nämlich nochmal eine Möglichkeit. Bentaleb auf Konoplyanka. Aber auch da ärgerte er sich zu Recht, weit vorbei, trifft ihn nicht optimal und dann schlenzt er ihn am linken Eck vorbei. Wir springen in den zweiten Durchgang. Düsseldorf wachte jetzt auf. Usami legt einmal rüber auf Morales. Luke Bacchio und der Abschluss von Marvin Ducksch brachte Fährmann das erste Mal in Verlegenheit. Er ist im kurzen Eck da. Mendil ist nicht ganz eng genug dran. Und mit einer klasse Reaktion fischt Fährmann den aus dem kurzen Eck. Eine Stunde jetzt knapp vor der Uhr und Schalke wurde wieder aufmerksamer. Schöpf schickt Marc Uth. Der hat die Übersicht. Lässt sich die Zeit. Hätte auch in die Mitte spielen können. Und trotzdem versucht er es mit dem Abschluss. Noch glücklos, auch in dieser Situation. Der anschließende Angriff der Düsseldorfer. Marvin Duck schlägt raus auf Luke Bacchio. Der bringt ihn wieder in die Mitte und Zimmermann dann mit dem Abschluss. Caligiuri rettete dann. Das war schon eine gute Partie im zweiten Durchgang von Düsseldorf und sie schlossen in der 71. Minute das nächste Mal ab. Kaminski ist das. Kommt da gut zum Kopfball. Aber danach wird es dann schwer, den noch perfekter zu platzieren. Aber so weit am Kasten war der schon gar nicht vorbei. Schalke meldete sich dann offensiv auch nochmal zu Wort in der 77. Minute. Das ist Caligiuri, legt den Ball nochmal auf Bentaleb. Kein Abseits in der Situation und Burgstaller steigt hoch und macht das 1:0. Was für ein Treffer.
Was für eine Aktion von Guido Burgstaller mit Seitfallzieher. Hämmert er den Ball rein, nicht zu halten für Rensing. Aber Düsseldorf hatte Moral und der Punkt wäre auch nicht unverdient gewesen. Die letzte Möglichkeit wurde aber von Fährmann entschärft. 88. Minute nochmal die Riesenmöglichkeit für Luke Bacchio hier auf 1:1 zu stellen. Doch der FC Schalke 04 rettet im zweiten aufeinanderfolgenden Spiel ein 1:0 über die Zeit und so gewinnen sie das zweite Mal eben auch in dieser Saison mit 1:0 gegen Fortuna Düsseldorf, die im zweiten Durchgang eine tolle Partie an den Tag legten, aber doch nicht belohnt werden konnten. Der FC Bayern München ist mal wieder am Zuge, zu zeigen, dass sie die Nummer 1 in Deutschland sind. Und dazu sind sie in der Lage. Jetzt kam aber Borussia Mönchengladbach und diese Mannschaft von Dieter Hecking ist auch nicht schlecht in diese Saison gestartet. Moralisch vielleicht sogar auf der etwas besseren Seite nach dem 1:1 von Bayern gegen Ajax Amsterdam. Die erste Möglichkeit gehörte ihr dennoch den Münchnern. Thomas Müller, klasse Abschluss, aber Sommer ist da und pariert. Klasse. 10 Minuten vor der Pause wurden die Münchner so drückend, dass das 1:0 in der Luft lag. Die Möglichkeit von Müller aber nicht ausgenutzt. Er kommt zwar dran, versucht dann, wenn man sich die Wiederholung anschaut, da ein Kunstversuch am Ende ist mit dem Kopf nicht richtig dran und die Hacke regelte es dann auch nicht, sodass Gladbach vor der Pause einmal gefährlich werden konnte. Bayern nicht ganz aufmerksam. Neuhaus, super Ball auf Zakaria und das ist dann Alassane Player. Legt nochmal auf und Michael Lang, der noch nicht so viel zum Zuge kommen konnte, auf einer Verletzung basierend. Erst sein zweiter Einsatz für Gladbach in der Bundesliga und jetzt hämmerte er den Ball rein zum 1:0 für die Gäste. Und davon beflügelt starteten sie gut in die zweite Halbzeit. Zakaria mit dem Abschluss bzw. mit der Vorlage auf Neuhaus und der dann mit dem Abschluss, so ist es korrekt, mit dem 2:0. Und Bayern wusste in der Phase nicht so ganz, wie ihnen geschieht. Sie hatten die Partie über 40 Minuten in der Hand, aber kassierten dann zwei bittere Treffer. Sie brauchten etwas davon, sich zu erholen. Kam dann in der 65. das nächste Mal wieder gefährlich vor den Kasten. Aber Jan Sommer, in dieser Saison ist der Schweizer noch besser drauf als schon in den vergangenen Spielzeiten. Sanchez legt auf. Thiago nicht ganz platziert genug und trotzdem klasse Tat von Sommer. Der anschließende Eckstoß, Gnabry ist das, wird nicht richtig angegangen, das geht ja viel zu einfach, warum geht denn da keiner drauf von Gladbach und der Abschuss von Müller, die Situation noch nicht geklärt, erstmal klasse Tat von Sommer, nochmal Thomas Müller, Lewandowski, Müller und wieder Sommer. In dieser Phase wurde Bayern so stark, dass der Treffer hätte fallen müssen, aber auch schon gegen Hertha BSC sah man, die Möglichkeiten schaffen sie nicht auszunutzen. Wenig später wieder Bayern. Müller ist aber nur dazwischen und es kommt hier ein richtiger Abschluss zustande. Die Gladbacher Fans waren gut drauf, aber auch die Münchner, die machten sich aus den vergangenen Wochen nicht viel. Erst zum Abpfiff kam dann ein leichtes Pfeifkonzert, aber auch nur von nicht allzu vielen. Bayern verliert gegen Gladbach mit 0:2. Zuletzt hatte der Sportclub aus Freiburg die erste wirklich schlechte Saisonleistung abgeliefert und da kassierten sie dann auch eine 4:1-Klatsche gegen Augsburg. Was zeigt, wie viel die Breisgauer in jedes Spiel investieren müssen. Jetzt kam Leverkusen ins Schwarzwaldstadion. Das ist Havertz aber mit der ersten Möglichkeit und direkt dem Treffer. Bitterer hätte es für den SCF nicht starten können. Kai Havertz mit dem Treffer. Zuletzt gab Leverkusen eine 2:0-Führung gegen Dortmund noch aus der Hand. Jetzt führten sie wieder und wollten jetzt mal eine Führung über die Zeit bringen. Aber Freiburg war hier heiß auf dieses Heimspiel. Haben sie auch schon bewiesen, dass sie da Mannschaften schlagen können, von denen man es nicht erwartet hätte. Zuletzt Schalke ja mit 1:0 hier besiegt in der englischen Woche. Jetzt kam Jonathan Tah mal auf der linken Außenseite mit nach vorne. Aber dass das kein Flügelstürmer ist, sieht man in der Situation. Der Flankenball geht ins Niemandsland. Stunde jetzt knapp gespielt. Es war eine aufgeregte Partie. Beiden Teams sah man an, dass hier etwas auf dem Spiel stand. Leverkusen ja unter Druck mal wieder zu gewinnen. Und Freiburg wollte sich nach dem 4:1 gegen Augsburg besser präsentieren. Jetzt der anschließende Eckstoß. Leverkusen wurde stärker. Julian Brandt tritt den rein von der rechten Seite. Und der Kopfball von Alario ist auch nicht so schlecht gesetzt. Aber Schwolo ist eben auch ein guter Keeper. Reißt die Arme hoch.
und lässt diese Kopfballmöglichkeit verpuffen. 64. Minute, Leverkusen drückte auf das 2:0. Dominik Kor wird nicht richtig angegangen. Havertz auf Bender, der Abschluss in der Situation aber von Gulde entschärft. Der ging dann zum Eckball, aber aus dem wurde nichts. Jetzt wurde 5 Minuten vor Schluss Freiburg stärker. Waldschmidt, sie wollten es jetzt nochmal wissen. Salai legt den Ball klasse durch. Klasse gespielt und Brandt ist dazwischen und passt auf und verhindert das Schlimmere. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Nochmal Freiburg. Günther, konnten sie nochmal zum Abschluss kommen? Nein. Volland verhindert es. Stellt das Bein rein. Und jetzt konnte man Leverkusen ansehen. Diesen Sieg wollten sie unbedingt haben. Wenn ein Volland mit nach hinten arbeitet, hat das schon einiges zu bedeuten. Freiburg wird für eine kämpferische Leistung nicht belohnt und Leverkusen gewinnt mit 1:0. Das 4:1 gegen Hannover war ein dickes Ausrufezeichen der Frankfurter, dass sie jetzt wohl endgültig in diese Bundesliga-Saison gefunden haben. Die TSG aus Hoffenheim ist noch etwas auf der Suche nach der eigenen Form, zumindest nach der Effizienz. Spielerisch war es ja immer gut, aber die Resultate stimmten nicht. Jetzt kamen sie hier gegen Frankfurt aber nicht ganz so gut in die Partie. Alan mit der Flanke und in der Mitte erstmal Justin Hogmar, der das Ding klären kann. Ja, auch schon gegen Manchester City gespielt, eine gute Partie. Dort ablieferte dies erste Tor, fiel dann aber schon im Anschluss an diese Aktion. Erstes Saisontor für Danny da Costa, der rechte Außenverteidiger mit dem Kopfball, der super platziert und Baumann kann nichts machen. Der Gästeblock im Ausnahmezustand. Und Frankfurt war besser, in Rot gekleidet, kam dann ein dicker Mann mit diesem Pass auf Kostic nach vorne, aber Baumann fing das Ding ohne Probleme ab. Hoffenheim sollte eigentlich auch mal aufwachen und tat das. Nach einer halben Stunde, das 1:1 gegen Man City war moralisch sicherlich noch etwas in den Köpfen vertreten. Jetzt Belfodil, der hatte ja getroffen gegen City. Hier ist es in der 33. Minute ein Kopfball, der nicht so hart war, aber dafür deutlich platzierter. Trapp muss aber nicht hin. Vor der Pause nochmal Hoffenheim. Kramaric auf Belfodil. Isak Belfodil. Kommt er jetzt mit dem Ball nach vorne? Ja, super durchgesteckt und Bittencourt kommt auch zum Abschluss. Hätte aber nicht gezählt. Der war auch im Abseits. In der Wiederholung zu sehen. Knapp, aber richtig entschieden. Wir springen in den zweiten Durchgang. Eine Stunde jetzt von der Uhr. Hoffenheim eigentlich auf dem Weg nach vorne. Dann aber mit dem Ballverlust. Und de Guzman macht es dann nochmal über die Außen heißt. Da Costa von Alan den Ball bekommen, Baumann aber wieder. Die Flanken von Frankfurt waren noch nicht so gut, auch wenn sie halt ein Kopfballtor schon erzielen konnten. In der Folge brachten sie nicht mehr viel aufs Feld. Nochmal Hoffenheim in der 65. Bittencourt, super Ball auf Nico Schulz und der versemmelt die Situation ein bisschen. Da wäre mehr drin gewesen, haut den Ball direkt auf Trapp, der muss die Arme nur etwas hochreißen. Ordnet da seine Vordermänner nochmal, weil Hoffenheim den Druck jetzt erhöhen wollte, was auch Möglichkeiten für Frankfurt wiederum bedeutete. Hasebe kriegt den Ball erstmal nicht an Schulz vorbei, behauptet sich da, aber der Abschluss von Posch dann abgefälscht. Alan war das, der es versucht, aber naja, eben noch einer dazwischen gewesen und die Zeit lief jetzt davon. Hoffenheim wollte ein letztes Mal noch nach vorne kommen. Hasebe ist das. Der Abschluss kam aber dann von Frankfurt. Die letzte Möglichkeit der Partie in den Händen von Frankfurt. Und somit geht dieses 1:0 auch absolut in Ordnung. Hoffenheim war nicht gut aufgelegt und sie müssen sich in der Bundesliga jetzt wirklich mal wieder fangen, damit der Abstand nach oben nicht zu groß wird. Auf ein 7:0 bei Borussia Dortmund kann man mal mit einem 3:0 reagieren. Der erste FC Nürnberg unter Michael Kölner. Ja, seit Jahren eine nicht zu unterschätzende Instanz. Und das würdigten die Fans zuhauf mitgereist in die Red Bull Arena am Sonntagabend. Und die erste Möglichkeit gehörte ja auch den Klubberern. Matheus Pereira mit der Ecke und Paulsen verhindert das, dass der noch gefährlicher wird, dieser Kopfball. Nach 3 Minuten Nürnberg eben mit dem ersten Ausrufezeichen. Und die Gäste waren hier richtig gut drauf. Sie wollten hier unbedingt was mitnehmen. Matheus Pereira wieder mit der Flanke und Behrens. Super Abnahme. Da fehlte nicht viel. Gut gemacht. Gulaschi ist froh, dass er da nicht eingreifen muss. Denn das war durchaus ein gefährlicher
Ansatz. Dann wachte Leipzig das erstmal auf. Eine Viertelstunde etwa von der Uhr. Saracchi legt den Ball auf die linke Außenseite. Das ist Werner mit der Flanke am zweiten Pfosten. Läuft Sabitzer durch und macht das 1:0. Das war zu dem Zeitpunkt absolut schmeichelhaft. Der erste Torschuss von Leipzig führte zum ersten Treffer. Nürnberg war eben klar besser, konnte sich aber bislang noch nicht dafür belohnen. Sie knickten aber nicht ein und spielten weiterhin mutig nach vorne. Fast im Anschluss zum 1:0. Nämlich hier die nächste Möglichkeit. Löwen und wieder Behrens. Wieder ein super Abschluss und wieder hat er Pech. Der alleine hätte sich schon das 1:1 verdient gehabt. Und Gulaschi muss wieder nicht eingreifen. Der zischt am Winkel vorbei. Leipzig mit einer komischen Vorstellung, aber sie sparten die Körner und stachen dann ebenso zu. 39. 2:0 für Leipzig. Wieder wie aus dem Nichts. Aber wenn man so eiskalt vom Kasten ist, dann hat man eben auch recht. Trotzdem Nürnberg, sie glaubten auch noch vor der Pause an den Treffer. Behrens legt den Ball nochmal in die Mitte. Löwen auf Petrak zurückgelegt und der Abschluss von Pereira. Das Tor aber dann zurückgepfiffen. Zu Recht. Abseitssituation, aber auch das ein bisschen sinnbildlich für den Nürnberger Auftritt. Sie investierten so viel und hatten dann im letzten Prozentpunkt etwas Pech. Das 2:1 also auch hier schon wieder denkbar gewesen. Aber auch der zweite Durchgang. Nürnberg hatte das Zepter in der Hand. Unglaublich eigentlich. Und dann konnten sie auch endlich anschließen. 50. Minute, Michael Ishak, drittes Saisontor für ihn. Haut den Ball aus kurzer Distanz links oben rein. Das verdiente 2:1 und jetzt war ja eigentlich auch noch genug Zeit, um hier noch mehr rauszuholen. Doch Leipzig übernahm jetzt ein bisschen mehr Spielkontrolle und kam auch dann zum Abschluss. Ilsanker ist das. Aus der zweiten Reihe ist Bredlo aber erstmal dazwischen. Und jetzt auf einmal, wo wieder etwas drin war, tat sich Nürnberg extrem schwer. Sie kam nicht mal vor den Kasten der Leipziger. Und der anschließende Eckstoß nach dieser Situation von der rechten Seite brachte dann die Entscheidung. Diesmal ist es Ilsanker, der das Ding macht. 3:1, die Partie war entschieden. Leipzig gewinnt absolut schmeichelhaft in dieser Partie mit 3:1. Nürnberg hat wirklich klasse gespielt. Ein Punkt wäre mindestens verdient gewesen. Unter dem Strich hätten sie sogar gewinnen müssen. Aber sie verlieren hier mit 3:1, werden hier einiges an Lehrgeld bezahlen und nichtsdestotrotz kann man auf diese Leistung sicherlich in Zukunft aufbauen. So, das war die Prognose zum 7. Spieltag. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo auf jeden Fall freuen. Ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren. Es wird gleich noch einmal kurz die Tabelle eingeblendet. Und ja, ansonsten bleibt mir nicht viel übrig. Vielen Dank auf jeden Fall, wie gesagt, fürs Reinschalten. Und bis zum nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Bis dann und ciao.